So, auf in die Schule, wieder mal. Fenster auf, Licht drin und los. Wir waren schon 2 Kunden da, die haben schon vor der Tür gestanden. Mann, oh Mann, oh Mann, ist das ein begehrter Laden. Das ist ja unglaublich. Es ist kaum zu glauben, nicht zu fassen, was auch immer. Oh, hier ist offen. Nochmal Licht an, Tür auf. Los geht's. Heute im Fahrradsalon sehen Sie Folgendes. Noch habe ich relativ saubere Hände. Jetzt muss ich mal ein bisschen Lenkerband wickeln bei dem guten Reiserad, was ich euch gleich zeige. Bei dem ich natürlich zuvor erstmal einen Bremszug neu verlegen muss. Also jetzt verlege ich erst den Bremszug. Den Bremszug haben wir jetzt installiert hier. Der wird hier vor getaped. Zack, 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 damit er hier drin bleibt. Dann wird er eingewickelt später. Jetzt zeigt aber doch schon wieder dreckige Pfoten. Jetzt mache ich erstmal hier die Kettenblattschrauben fest mit dem Spezialwerkzeug hier, mit dem Spezialschlüssel. Da kann man die wunderbar halten. Nicht? Also wunderbar ist auch übertrieben. Geiler wäre, wenn es so ein T-Schlüssel wäre, mit so einem T-Stück hinten dran, dass man wirklich richtig halten kann. So ist es ein bisschen, naja, wird schon gehen. Jetzt noch eine neue Kette. Ach, boah, erstmal ein Schaltwerk. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ohne Schaltwerk keine Kette. Ein schönes 600er Schaltwerk, Tricolor. Jetzt wird's verbaut. Der Draht ist es wert. Oh, die Fliegen, ey. Durch das Licht hier sind ja wahnsinnig viele Fliegen drin. Ach man, Kettengarnitur ist verbogen. Ah, nee. Also doch noch tauschen. Mike, auch noch schnell. Ey, Draht, das ist eine Katastrophe, ey. Hier ist so viel zu tun. Ich habe so oft jetzt den Antrieb an- und abgebaut. Das ist gut verschlissen, ja. Mein lieber Scholli. Bremsbelag ist hoch runter. Ey. Nimmt kein Ende hier. Mit dem die Rechnung mache, kippt ihr um. Na denn, wir gehen jetzt mal los. Tschüss. Tschüss. Stand hier. Warum? Schon die ganze Zeit hier am. Wie spät ist denn bitte? 11. Das ist halt kompliziert. So. Der Fahrrad ist gleich fertig. Ich bin auch gleich fertig. Dann muss ich noch Lenkerband machen und dann. So, fertig. Ach Mensch, ey. Müller.
Moin, Herr Böhmer. Ich wünsche wohl, Ihr Hut zu haben. Ja, ich muss noch. Wo war gleich ein Dings, wa? Ja, wenn wir frühstücken wollen. Ja, Wolfgang kommt noch schon so hungrig sein. Du stinkst, du hast das Willen, ey. Ich würde mal nicht erinnern, der frisst alle weg. Ja, der frisst ja. Der frisst ja. Ham, 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 lecker. Der steckt sich das in die Backen und dann... Hamster. Hamster. Die Doku ist fertig. Welche? Die Doku. Was für eine Doku? Über die Fahrradtag. Ja, also die Doku. Doku. Oder nimmt das mal ein Tag im Leben von Tommy Müller. Von Tommy. Und, was ist, wann kommt die ausgestrahlt? Vorführabend machen. Dann gibt's die schon. Ja, ich hab sie. Ja, ich hab's ja bezahlt, deswegen habe ich die. Jetzt gibt's Frühstück. Einmal eine Woche, wa? Ja. Schwenk. Schwenkbereich. Schwenkbereich. Kirschen. Tomaten. Bodo. Stellst du das ins Netz? Produkte, die interessant sind. Rudi Pop. Ich dachte, das ist was wie Eier, Woody Pop. Mit Müllers Büchsenfleisch. Chicken Turkey Sausage glutenfrei. Glutenfree natürlich. Glutenfree. Ist ja heute alles auf Eier. Ja, zeittechnisch wäre es nicht hingekommen. Ich wollte eigentlich 46 Minuten. Aber war auch zu teuer. Also wäre mir zu teuer. Ich muss es ja bezahlen. Ja, man könnte das als den verkaufen als Kiezporträt sozusagen. Wisst ihr? Und Fahrrad sowieso gut, Berlin, Fahrradladen, Reuterkiez. Ja, auf jeden Fall. Ja, richtig gut. Irgendwie so. Achso, und dann vorher nicht im Netz ausstrahlen. Darfst du natürlich vorher nicht ins Netz. Erstmal würde ich das so zeigen. Scheiße, ich meine, Dennis meldet sich nicht, wa? Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Tüchterchen kommt. So, Oma was zu trinken. Auch der Tommy wieder. Dann jetzt weiter. Moin, Nuki. Und ob du China bestellen kannst. Kettensalat, nennt man das hier. Erstmal entwirren, dass die Kette gerissen und dann wird sie neu vernietet. Okay. Jetzt noch ein bisschen bewegen. Oh Mensch, das ist ja okay. Ich habe ein Stück rausgenietet und jetzt niete ich es wieder zusammen. Fertig. Nicht schön, aber wieder intakt. Hollandrad, Sparta, Windsor. Windsor. Standard. Also wenn Windsor Standard ist, dann weiß ich ja nicht. Das ist ja Königsblau ist es auf alle Fälle. Mit dem roten Untergrund war mal ein schönes Rad. Und natürlich Hinterrad platt. Hier gebe ich mir mal Mühe. Hinterrad raus schnell. Mal gucken, wie schnell es geht hier bei dem. Bremsanker ab. Kettenschutz auf. Schaltzug ab.
Jetzt holen wir einen neuen Mantel, einen neuen Schlauch und dann wieder Rinder mit. Ja. Darfst du? Ja, hat schon geantwortet, nicht gehört? Ja, kein Problem. Alles gut. Fertig. Jo, altbekannte Probleme, ich zeig's gerne immer wieder. Der Zug ist rostig, dadurch geht er natürlich nicht mehr zurück, wenn man bremst, ja. Und der gehört getauscht. Jetzt kommt der neue Zug hier rein. Haben wir Griff ab, Schaltgriff ab. Und den Achter müssen wir noch rausmachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das viel hier. Haben sie das gemacht, aber erstmal bremst du kürzen. Hoch schnell. Ach, zack, boom. Acht raus. Tausche ich den Zug mal aus und nicht warten. Ich meine natürlich nicht den Zug, sondern den Schalter, aber dazu muss ich den erstmal hier kappen. Ja, komm, ist eh zu kurz. Fixierhülse ist kaputt, auch noch. Er ist alle im Arsch hier an den Dinger, ja wirklich. Und einen neuen Zug und einen neuen Schalter. Ja, da ist er natürlich, der Schalter, neu. Das war's schon. Fertig. Hebel dran, Schalter dran, alles funktioniert. Fertig. Also da kann ich mich verbürgen, vielleicht kriegst du, wenn Problem ist, dann kommst du, hast du ja mein Problem. Ja, wenn Problem ist, ist es schon zu spät, weißt du. Ja. Darf kein Problem sein. Aber. Nee, also ich hab's von, das ist eine Studentin, ich denke mal nicht, dass sie das geklaut hat. Denke ich mal nicht. Ja, und die will das nicht, oder was? Ja, die hat's mir gegeben, ja, die hat den Keller voll, irgendwie sag, erst im Vater für mich und hat sie mir das gegeben. Also 70er Jahre DDR oder genau, was? Genau, so eine ganz hellblaue Farbe. Ja. Die breiten Felgen, so mit roter Ding innen drin. Aber Lack ist noch gut, ja? Lack ist noch gut. Nicht, dass du zu rostig oder was? Nee. Die sind alle anspruchsvoll geworden, die Leute. Nee. Der Lack ist, da, das ist so kein Rost, gar nichts. Ja, dann bring ich nicht vorbei. Ja, cool. Bin bis 21 Uhr da, wenn du heute noch schaffst. Schaffen willst. Na, heute nicht. Ja, dann morgen. Komm ich morgen vorbei, genau. Okay. Ab wann bist du hier? Ab 9. Ab 9, aber du bist ja mal lange hier, ne? Bis 21 Uhr. 12 Stunden. Ja. Ja, cool. Alles klar. Dann sehen wir uns. Bis dann. Tschüss. Jo, ciao. Guten Tag noch, Feierabend. Ja, dir auch. Sofort platt. Ich hab's nicht dabei. Ich wollte nur fragen. Ja, da steht in Platte, deswegen. Bitte? Das ist nicht deins. Nee. Da steht in Platte, sag ich. Nee. Nee, dann bring's. Ja. 32 Sekunden. Wie würde das kosten und würdest du es morgen vielleicht schaffen? Na, bring mal. Okay, ich komme vor. 2 Stunden, ne? Hast du noch? Bis 21 Uhr. Okay, perfekt. So. Super. So. Danke. Hör ich mal. Man hört nicht mehr. Also, niemand. Na, Thomas, wollen wir denn mal sagen, dass ich mir ein neues Vorderlicht. Boah, wie Butter. Wollen wir denn mal sagen, dass wir mal ein neues Vorderlicht anbauen im vierten Versuch?
Ja, weiß ich nicht, genau. Naja, ist, doch, du hast doch das rausgesucht, dann machen wir das jetzt mal. So! Was heißt hier so? Jetzt erstmal er hier. Sehr, sehr großzügig. Also du hast mir die Arbeit zweimal bezahlt, ist mir aufgefallen. Ich habe dich ja seitdem nicht mehr gesehen. Nee. Aber das letzte Mal, diese Reparatur, 16 Euro. Ja. Das hast du mir beiläufig gegeben, da haben wir noch geredet. Ich habe es hier noch weggesteckt und nicht registriert. Und dann hinterher hast du mir das nochmal bezahlt, 16 Euro. Also hast du mir 120 bezahlt. Das ist ja sehr nett von dir, aber war halt so viel, ist mir dann beim Schneiden hinterher. Ich habe Gott sei Dank die Kamera bei, ja. Und denke mir, hat er mir ja schon Geld gegeben? Hinterher nochmal, deswegen habe ich es auch so gezögert. Mein Unterbewusstsein hat gesagt, weißt du noch, wo du mir das Geld gegeben hast, war ich so, wusste ich gar nicht, richtig? Ja. Aber jetzt ist es mir zu, guck mal, siehst du, hast die Lampe ja fast bezahlt, ja. Sozusagen. Stämmchen. Naja, aber war sehr nett von dir, aber... Nur heute. Ja. Aber kann ich nicht annehmen, danke. War nett gemeint. Ich bin jetzt wieder Trödelbereich am Sonntag. War das letzte Gewinn? Das war ich gar nicht, aber das ist ja. Der nächste Woche wieder am Mal 7 Abend. 15 Uhr kommt hier. Alle 15. Das ist neu. Jetzt sieht das jetzt, schauen Sie sich an mit dem Kita. Mit dem Kita jetzt, wo sie keine Jens bezahlen oder was. Ach, das, heute so, morgen sind sie wieder anders. Ja, je nach, was ich werde. Heute so, morgen so, ja. Also. Ja. Der Bürgermeister da von Berlin, der Bürgermeister hat mal erzählt, ohne Scheiße. Wenn er mal was wie ist. Es wäre nächstes Jahr die Rüttgers da, die Olle da von der CDU, die wieder Bürgermeister werden. Und? Na ja, wird besser machen. Wolfgang, sagst du noch was zum Abschluss? Ja, 3 für 9. 3 für 9, Zeit einzupacken, wa? Ja, so langsam, ja. So langsam, ja, dann packen wir mal ein. Wir sehen uns morgen wieder, also, bis dann, ciao. Die Ochsen stiefelt auch so langsam los. Wolfgang stiefelt auch so langsam los. Also, bis dann. Fenster aufmachen.